So, damit geht's auch weiter, weil würde ich sagen. Moment mal. Was ich denn? Ich mach das so wie immer. Ich nenne die Folge direkt. Okay, ich sonst auch. Vergesse ich das. Ja. Das ist. Lass die Zeit. Ja. Lass die Zeit. Bei uns sieht man alles. Kennst ja Lady und so, ne? Schön, ja, ich kenn Lady. Mhm. Du Arsch, ich weiß, was du gerade machst. Oh, mit Arsch liegst du gar nicht so falsch. Ich kenne die Lady Finger. Oh, die ist auch gut. Alter, die perversen Schweine. Was ist denn los? Du bist eine Frau, ich bin ein Mann, also. Er geht auch nur nach seinen naturellen Bedürfnissen nach. Ja, echt, ey. Feuertaufe nenne ich die Folge. Feuertaufe. Ja? Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ja, ich kannst du so nennen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die nennen werde. Müssen wir mal sehen. Ja, so, irgendwas findet man immer. Feuertaufe habe ich sie genannt. Wegen Marok. So. Tagebücher? 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 Ja. Tagebücher. Tagebücher. 3, 2, 1. Hallo. 3, 2, 1, go. So, wir sind wieder zurück. Die Leute sind mich hier immer noch mal bedrängen. Irgendwann mal schießt den welche die Leute und welche bedrängen dich? Ich bedräng dich nicht. Ich bin ganz lieb hier. Ich als Steroide im Muskelpaket ja. Hier. Ich bin ganz lieb. Außer im Rage-Modus. Ich bin nicht ganz lieb. Ich bin paranoid. Nein, das ist mein er. Gott. Das ist er. Wir können im Übrigen hier die Tagebücher der Sadistin Teil 3 oder so jetzt hier mit ansehen. Oder Teil 2? Nee, erst Teil 2, glaube ich. Ist das Teil 2 hier? Glaube ich, ja. Okay, wo müssen wir jetzt hinporten dafür? Kann ich dir sagen, wir müssen jetzt erstmal generell in Richtung hier Rust kommen und so weiter. Ja, dann hau rein, Gravi. Mach keinen Schmo und hau rein. Fahr. Vernünftig. Fahren. Fahr, als wäre es um dein Leben abhängen. Was? Fahren. Achtung. Baby mit der kaputten Visage glaubt, dass wir beide nach derselben Sache suchen. Oh, sieht das schön aus. Damit ich mir dieses Artefakt von der Nähe ansehen kann. Oh, sieht das schön aus. Sieh, Sekunde mal, ich kill mir noch ein paar Killerbanditen. Könnt ihr nicht während Leute was sagen, still sein ein wenig? Es ging ja nicht. Das ist auch manchmal ganz unterschiedlich, leider. Ich komme hier nicht raus, ne? Ihr macht das schon, ne? Ja, ich helfe euch mal ein bisschen. So, ist es mal hier gut? Oh. Moment, der gehört mir auch. Ach, was machst du denn? Sterben. Das sieht gut aus. So, wir können mal weitermachen. Ja. Moment, ich muss ein paar Medikits schlürfen. Du das. Was der sich alles spritzt, ne? Ah, ist der Hammer, ey. Ich will's gar nicht wissen. Dein DNA-Check hat ergeben, dass du nunmehr in die Rust Commons einreisen darfst. Warte bitte, bis ich das. Das sind bestimmt doch keine echten Brüste. So, könntest du mal mit deinem Auto mal bitte runter? Ich würde gerne meins hier mal drehen. Ich komme gar nicht hin. Ich komme nicht hin, ganz ehrlich. Weil Claptrap kommt natürlich jetzt auch nicht dorthin. Der versucht jetzt hier zu der Steuereinheit hinzukommen. Zweifelst du an der Echtheit? An der Echtheit meiner Melonen? Hier geht nichts mehr. Okay. Die Granaten helfen nicht. So, jetzt klappt Rap, los. Ernsthaft! Das ist doch ein Witz. Es kam schon. Yay! So, jetzt Achtung, komm, lass dir erstmal das Tor öffnen. Oh Mann, ey, ja, das war ja was. Hier was für die weiblichen Zuschauer, warte. Hier was für die weiblichen Zuschauer. Hä? Es kam gerade nichts. Was denn? Ich hab gesagt, ich hab denen gerade was für die weiblichen Zuschauer gezeigt. Kannst du gleich nochmal zeigen, ja? Stell ich mich extra hin. Hier, komm. So, die Rückseite? Wego. So. Na, was möchtest du denn für deine weiblichen Zuschauerinnen ja. denn zeigen? Guck mal, meine große Pistole. Ja. Die Pistole will kein Mensch sein. Warte. Oh. Guck mal, das lange Ding hier. Meine Güte. Da. So,
Sogar mit einem viel größeren Ausblick. Tavi, du bist echt pervers, weißt du das? Sagt gerade der Richtige. Wie war das nochmal, Boobs for Views? Hallo, ich bin Vogelbesitzer. Ja. Ich bin Vogelbesitzer. Ich muss Granaten nachkaufen, unbedingt. Oh. Ich habe zufälligerweise keine Granaten mehr gehabt. Wie kommt denn das? Aber warum? Ja, so wirklich. Komisch, ey. So, ich habe hier für den Jäger hier einen Plünderer-Klassenmod. Naja. Und einen Überlebenskämpfer. Ich nehm, ich behalte meinen Schadensdingsen, Bunsen, tu dich. Alter, wieso haben wir keine... Schade. Ist was nicht? Jawoll. Hey, warum rennt er weg? Nee. So, wir haben komm hier auch rein. Was nicht schießen. Könnt ihr mal auf ihn zu schießen? Tavi. Genau. Ich seh nix. Hör mal auf zu schießen, das ist so laut. Du hörst nix. Ich seh nix. Ich versteh nix. Also man versteht euch gar nicht. Was? Hä? Wieso hast du uns denn zu leise, Alter? Nein, das Spiel. Sonst hört man doch vom Spiel nichts. Aber du schießt die ganze Zeit rum. So, ich würde mal sagen, wir können eigentlich in Richtung der Tagebücher uns aufmachen. Und der nicht-sadistischen Wissenschaftlerin mal wieder einen kleinen Gehör spendieren. Ja, ein Gehör so. Schenken, ja. Ja, genau, das war's. So, hier war das. Achtung. Patricia Dennis, leitende wissenschaftliche Beraterin der Dahl Corporation. Tag 224. Also. Mein einziger Gesprächspartner ist mein Ex-Recorder. Ich habe eine Beziehung entwickelt. Ach, du Scheiße. Nachtzyklen schlafe ich mit ihm. An anderen darf er nicht mir ins Feld. Es besorgt mich, dass ich immer weniger zwischen Vernunft und Wahnsinn Scheiße. Ich entziffere eridianische Schriften, wenn ich nicht gerade mit dem Rekorder streite. Während meines letzten Schlafzyklus hat er sich fortgeschlichen. Ich hab dich schon gehört. Die Schriften zeigen, dass die Eridianer eine starken Anführern und bewaffneten Konflikten. So, ich würde mal sagen, wir haben gerade hier ein Arsch voller Probleme. Ja. Bin ich dabei? Nicht nur ein Arsch, sondern zwei Ärsche. Spinne töten! Ich kümmere mich um Rakanishu oder wie er heißt. Rakanishu, ich würde mal sagen, das ist wohl auch wohl ein geplanter, was sagen wir mal, Zwischenboss gewesen, so wie Othrak. Ja. Zumindest wird er in keiner Mission mit erwähnt, aber man kann ihn auch wunderbar hier weglooten. Ja. Und ich würde mal sagen, das ist ein Feuertaufe 2.0. Ja. Nein. Boah, ich brauch. So, ich bin erstaunt. Komm her, du Scheißvogel! Ich weiß gar nicht, was dieser Rack überhaupt darstellen soll. Eine Fledermaus, Vogel, Affe. Eine Motte? Ja, komm schon, jawoll! Gut, da lässt er was fallen. Ein Schild. Und irgendwas war da hinten noch. Cracked Sash, hab ich gerade gelesen. Irgendwas Lilanes, aber. Was ist wohl lila? Irgendwas war hier noch lila. Oder ist es runtergefallen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier noch ein bisschen Geld. Säureresistenz. Okay, das hat er wohl aufgehoben. So, mal sehen. Ich habe ein Gerät, hier steht. Sehr schnelle Aufladung. Nehme ich. Ich nehme das. Oha. Aber eine 108 Kapazität. Das ist ein bisschen shit. Okay. Gut, weiter geht's. Komm, wir wollen noch ein paar sanfte Worte mit Patricia Tennis Recorder hören. Auf die Fässer aufpassen. Hui. Ja. Hier. Man passt es nicht. So, Moment. Achso, hier ist auch noch, ne? Ja, hier ist es. So, prügeln in 3, 2, 1, jetzt. So, tot. Alter. Die Kiste! Boah, der Knall hat jetzt echt weg. Oh, komm, machen wir weiter hier. Weiße Waffen! Wir alle wissen, wir mögen alle weiße Waffen. Ich mach gerade hier die Banditen weg mit dem
Ich komme nicht weg, alles klar, super. Sekunde. Ja, ich schieße so lange auf ihn. Achso, da bist du. Ein knallharter Schläger, ja. Ah, geht das noch? Nee, das hört nicht. Psst. Psst. Vor zwei Tagen habe ich meiner Mutter erklärt, wie sehr mir das Überprüfungsprogramm, in dem ich arbeite, Entschuldigung. Meine Mutter ist seit 16 Jahren tot und hat sich nie für die Wissenschaft interessiert. Ich weiß nicht, ob ich längst hätte aufhören sollen, aber meine Sturheit, die ich geerbt habe, hat mich dazu weiterzumachen. Davi! Bis ich herausfinde, wo diese Kammer ist. Oder bis ich so verrückt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich hier wollte. Ein Medikit. Okay. So, war da oben noch was? Die redet also mit Leuten, die nicht da ist. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Der nächste Tagebucheintrag ist ja gar nicht so weit entfernt. Sag das doch, dass ihr hier schon gelootet habt. Hab ich doch schon gesagt. Hier, ich, looten und so. Achso. Was frage ich überhaupt? Ja, rhetorische Frage. So, erstmal Rex killen. Genau, ja, mich. Dafür. Ja, ich erledige die mal gerade mit dem. Hab ich schon. Ich nehm dich mit. Da oben, da geht es in Richtung des Tagebucheintrags Nummer 457. Oder? Alle die Lausche auf, es geht los. Ja, weh. Wie geil. Am liebsten würde ich vor Freude nackt durch die Gegend hüpfen. Aber ich glaube, das mache ich gerne. Damit mich keiner sieht. Bevor vier der 13 Qubit-Operatoren meines Computers vor Überlastung den Geist aufgaben, konnte mein Programm viel mehr Texte entziffern als jemals zuvor. Ich konnte viele Textstellen finden, an denen von einem Ereignis die Rede ist, das alle 200 Jahre wiederkehrt. Und ganz oft taucht dabei ein Symbol auf, das an einen Kreis erinnert, mit einem unbekannten Vorderen. Möglich, dass damit die Zeit gemeint ist. Und mit dieser Kammer passiert etwas. Alle 200 Jahre. Was esse ich heute Abend? Verstört vor Leib einfach mal. Ja, yep, so sind Wissenschaftler nun einmal. Hallo, die ist gerade, die ist voll sexy, was willst du überhaupt? So, knallharter Feuerrack. Nächste, bitte. Sekunde, erstmal hier, knallharter Feuerrack. Wollen wir den erstmal ein bisschen beseitigen, bevor der uns beseitigt? Meister, oh, ja. Haben wir hier irgendwo einen Gegner? Ja, Gegner, ja, knallharter Spider, irgendwas. Ah, knallharter Feuerrack, genau über mir. So. Kann ich irgendwie die Dings ausschalten hier für das Spiel? Die was? Ja, was denn wohl? Die. Hintergrundtöne? Die blöden Trophäen. Die werden nicht angezeigt. Doch, bei mir werden sie angezeigt. Alle. Also bei OBS nicht. Wenn sie hier die Achievements oder was? Ja. Ja. Wenn die eingeblendet werden. Also bei OBS nicht. Also bei OBS werden die bei mir mit eben angezeigt, aber mich stört es eigentlich auch nicht. Nö. Im Spiel, aber mich stört's. Richtig. Dann ignoriere die. Hey! Oh! Nein! Oh! Ja, nein! Okay. Hat fast geklappt. Nächster Eintrag, los, Para. Natürlich, bin schon unterwegs. Leroy Jenkins! Oh, ja, harter Spider-Eintrag. Alter, was? Ah, hin und her. Ich hab gesagt, wir schalten mal das Fahrzeug aus, weil gleich das Fahrzeug. Und wir auch. Blöde Spinne, ne? Ja. Alter, ich kill hier nix. Achso, stimmt. Sekunde mal, ich versuche ja gerade wieder zu beleben und geht ja gerade gar nicht, weil ihr seid ja gerade hier ordentlich von Gegnern. Ja. Moment. Du aber. Ich danke, dass ich. So, zwei knallharte Spider-End-Verführer. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Das ist gut. Ah. Wir haben gerade andere Probleme, Gravi. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weißt du? Also wenigstens habe ich im Sterben noch die eine Granate noch bitte verpulvern können. Sehr gut. Hör auf, die Diva zu spielen, Gravi. Quatsch. Ich bin dafür da, die Diva zu spielen, ja? Hallo, Männer dürfen das auch. Nein. Ich wollte mal sagen, diese Gegner, die sind ein bisschen knallhart. Ja. Nur wenn du keinen Snickers gegessen hast, dann ja. Ich habe bisher noch keinen Snickers gegessen, aber ich bin auf die Stufe. Du hast meinen Kill geklaut! Ja. Du hast gerade Tami gerade überfahren, oder? Ja. Ja. Warum stand er wieder hier? Bullshit.
müsst ihr bei der Story ganz besonders ruhig sein, weil das sonst viel zu laut ist, Leute. So, steig ein. Das heißt, wenn das Schnucki redet, seid ihr still. Okay. Wenn das Schnucki redet. Oh, was? Das Schnucki. Mein Lieblingsschnucki. Oh, was? Ich würde mal sagen, Gabi steckt ein bisschen in der Patsche. Alles okay, das geht mir auch. Oh, läuft doch. Haben die wenigsten etwas reingelassen, diese kleinen harten Gegner? Alter, fahr weiter, die bringen uns die Schnur, die kriegen dich da und doch. Alter. Du musst sie lediglich Schnur hier am Hintertreffen. So, der hat irgendwas Lüderndes reingelassen. Ja, ich nimm's erstmal. Bist du leer, wo passen wir? Okay, gut, das ist einfach schwierig. Alter. Ja, da musst du hier jetzt rauskommen und dich aktiv bekämpfen. Mach ich doch. So. Sehr schön. Knallharter Abknaller Spider-Head. Da ist noch einer. Ja, ich würde mal sagen, der hält ein bisschen was aus. Der ist ein bisschen robust. Ja. Oh, nur ein bisschen. Ein bisschen. Das ist ja fast genauso schlimm wie... Ja, ist ja fest oder was? Ey, da muss aber auch Damage sein, komm! Rausdeckst du hinterher! Nicht schlecht! Hinter dir! Hinter dir! Shop-Artefakt war das glaube ich, ne? Ja, wieso wird mir das hier alles von deinem Rausdeck gebaut? Gerade was aufnehmen und dann Na, erstmal haben wir hier andere Probleme. Ja, wir können gleich alles. Wir können gleich nochmal gucken, hier, wem eigentlich dieses Säure-Artefakt zugunsten liegt. Genau. Wir. Wissen wir es auch noch gar nicht. Oh, das gibt's doch nicht! Nur zur Info, jeder von uns kann hier mit einem Elementar-Artefakt andere Gegner killen. Ja. Ich zum Beispiel habe gerade bei Hochsäure ausgerüstet und es killt ganz Leute. Oh, das gibt's doch nicht! Alter, 24, ne? Wir sind gerade mal 23, 22, ey. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja unseren feinen Spaß. Juhu! Ja. So, komm schon, los, lade den Skillpunkt wieder auf. Ich will wieder prügeln. Ja, machen wir es ganz einfach. Geronimo! Ja, ich muss mich gerade nicht wiederbeleben. In dem Moment, wo ich gerade anfangen wollte, die zu gucken. Ja. Oh, wir sind fertig hier, endlich mal. So, Moment, so, der gehört mir. Okay. Also okay, jetzt lass mal gucken, wem gehört eigentlich hier dieses Säure-Artefakt, Gravi? Ja, ich gucke gerade mal, warte mal. Lautstärke, Musik. Ich habe das jetzt weiter runtergedreht und hoffe, man hört euch besser, oder? So, was haben wir denn da? Lauter. Stellt euch mal eben lauter. Niki lauter. So, ich kann dich noch ganz normal hören, oder wenn du da aber auch. Da, für die Sirene, ein Blitzartefakt. Warte mal, ihr könnt jetzt droppen, da. Droppen. Ein Blitzartefakt. Das ist extra für die Sirene. Und sonst habe ich nur Jägerklassenmods gefunden. Nein, ich meine, wäre gut, wenn ihr. Sonst ist echt nur Müll dabei. Shit. Es wäre gut, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch vielleicht lauter stellen würdet, dann kann ich auch den Ingame-Sound etwas lauter stellen, damit man euch. Ja, aber das bringt ja nichts. Na, ich meine, ich mache das hier folgendes, ich mache das hier über mehrere Aufnahmespuren. Und das schneide ich natürlich dann halt eben dann wunderbar mit zurecht. Ja. Kann ich dir auch empfehlen. Das funktioniert bei mir nicht. Ganz sicher? Doch, bei OBS, da kannst du bis zu 6 Aufnahmespuren hier einstellen. 31, ja? Rückstoßdämpfung, na. Ich nehme aber nicht mit OBS auf, Para. Aber warum nicht? OBS ist doch super. Weil ich mit Dings aufnehme und damit besser klarkomme. Okay, also warte hier mit deinen. Wie heißt es gleich nochmal? Shadowplay. Dankeschön. Nur gut, wie es bei Shadowplay jetzt ist, kann ich dir noch nicht sagen. Ich meine, ich hatte es bei mir was mal installiert, aber bisher noch kein einziges Mal genutzt. Alter. Es ist gut. Mann, jetzt kommt die Rex wieder in die Quere. Ist noch einer von denen übrig? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich brauche einen Kill. Ich komme. Es wird so dunkel. Es wird so grau. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Es stimmt
das Symbol etwas damit zu tun hat, wie man sie öffnet. Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Anscheinend ist die Kammer massiv gesichert, aber alle 200 Jahre kann sie geöffnet werden. Sie muss etwas Wertvolles enthalten. Vielleicht noch wertvoller als die Atlas-Technologie. Aber noch muss ich mich bedeckt halten, denn liege ich falsch, bin ich erledigt. Liege ich richtig, reklamieren meine Bosse den Erfolg für sich. Ich muss die Kammer finden. Finden. Wir müssen noch, ach super, jetzt rennen wir hier fast die halbe Karte wieder zurück, nur wegen dem letzten Tagebucheintrag. Das ist super. Ja, das ist egal. Geil, ne? So, hier war's noch irgendwas halt so gewesen? Bei dir irgendwas? Nee, ne? Stell euch nicht vor. Da. Eine Lootkiste. Loot, keine Blutkiste. Eine Blutkiste. Die halbe ist gut, ne? Yeah! Nein! Oh, kannst du haben. Ich hab schon eine gute. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Na. Töten. Achso, die ein Auto holen. Richtig. Ein Brummbrumm? Ein Brummbrumm. Ich fand nicht mit Tevi. Tevi baut noch Unfälle. Ich gar nicht. Oh, schön, ihr quietsche Pink. Irgendwas stimmt mit dem Ding, ne? Hallo, ich spiele eine Lady. Ich darf das, ja. So, dann fahren wir bitte hier diese Richtung. Ich leite dich mal. Bei der nächsten Kreuzung einmal rechts abbiegen. Dann, Sie haben Ihr Ziel verfehlt. Oder so ähnlich. Okay, jetzt hier immer rechts. Ach, da seid ihr. Da, ich sehe schon. Hau ab. Incoming. Ich muss erstmal mir was anderes holen. Und zwar den da. Und den da. Ja, und den. Und den. Ich höre nur Tim. Ja, der. Ein knallharter Psychopath. Nicht mal lange. Ich. So, weg. Noch wer? Nein, jetzt hol ich. Okay. Ich höre nichts, hier nichts. Achtung. Tag 493. Vidal Corporation hat soeben sämtlichen Bergbau hier auf Pandora eingestellt. Was? Wie? Ich halte das für Irrsinn. Der Iridiumabbau war für Dalton. Bei mir hat auf einmal der Audiospaß aufgehört. Achso. Die Profite waren besonders deshalb so hoch, weil die Arbeitskosten gegen null gingen. Was Dal wohl mit all den unbezahlten Sträflingen machen wird, die man hier. Was bei mir ist auf einmal der Ton weg. Vom Spiel. Einige von denen meine Freunde sind. Das ist nicht gut. Was? Nein! Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Ich schalte dich ab. Okay. Dort unten. Oha. Ja, wunderbar. Unterwegs. Hast du schon? Die sind fertig. Die sind schon fertig. Echt jetzt? Ja. Okay. Alter, dann hab ich. Nein, Schnitzeljagd. Hallo nacheinander. Sekunde mal. Ich werde dich nicht tragen. So, Schnitzeljagd, wenn du es unbedingt willst. Ich schön essen gehen. Dann ist gut, hast gebrauchte Autoteile, dann suche nach Tech bis zur Ohr, Kingkiller und dann Säurekristalle. Ach nö, das ist doch schon wieder so ein Scheiß, oder? Ja, Säurekristalle. Nicht nur die Schockkristalle hier, die du einmal hattest, jetzt können wir das Ganze über Schock, hier Säurekristalle machen. Fuh, my life, Alter. So sieht's aus. Ich hasse mein Leben. Du bist ja wirklich sehr zuversichtlich zu dir selbst. Ja. Blutkiste. Ja. An nichts drinne. Oh. I hate my life. Hä? Ist da noch. Achso! Alter! Wo kommt der denn her? Ja, wie bin ich gerade gestorben? Gerade. Ich hasse mein Leben. Schon wieder, es fängt sehr gut an hier. Ja, ich hasse mein Leben einfach gerade. Ich würde mal sagen, ich baue mir hier so ein Encounter hier ein mit Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Hatten wir das nicht schon letztes Mal irgendwie? Strich. Das hatten wir mal bei einer Offline-Aufnahme. Ich hasse mein Leben. Strich. Wieso denn? Weil ich mein Leben gerade hasse. Strich. I hate my life. Strich. Aber warum? Weil Baum. Das ist eine sehr gute Begründung. Einfach weil Salami. Baum. Salami. Nein, wegen Miguel Pablo, weil er einfach so einen Scheiß macht. Hä? Wer ist Miguel Pablo?
Dieser Typ, der mit seiner Krankheit Promo gemacht hat. Mit seiner Schizophrenie. Kenn ich nicht. Ich bin schizophren, cool, ich auch. Nein, der hat Promo für ein Musikvideo gemacht. Mit seiner Krankheit hat dann Capital Bras Eltern und Familie beleidigt. Und ja. hat einen Diss-Track gegen den gemacht. Warum guckst du dir das an und quasi finanzierst ihn dadurch? Ich hab Adblocker angemacht, ja? Also ihn finanziere ich schon mal gar nicht dadurch. Adblocker ist eine gute Sache. Ja. Erstmal Adblocker an. Außer bei YouTube. Bei YouTubern wie Miguel Pablo auf jeden Fall Adblocker an. Ich hol mir erstmal ein Auto. Weil Adblocker ist nämlich Beste. Wenn du den YouTuber nicht magst, mach Adblocker an. Ja, was soll ich denn sagen, Adblocker, Alter? Wow! So, ich mach das Leben vor, damit ich hier Gesundheit regeneriere. Alter! Generieren wir auch Gesundheit? Nö. Aber ich glaube, mit einem passenden Klassenwort müsste es dann auch gehen. Achso, kannst du nebenbei, ja, gut. Mission bis in Ohren so nebenbei mit abgeschlossen. Was denn, welche? Ich habe die Dings freigespielt. Wo müssen wir denn jetzt hin, verdammt? Ach, da hinten am Arsch der Welt? Ja. Ja, deswegen hole ich mein Auto. Para, kannst du mich mitnehmen? Die Lady. Die Kunde. Nimmst die Lady mit. So, hier ja, schön den Ketchup Pink. Oh Gott, sieht das ekelhaft aus. Boah, ich hab keinen Respekt mehr vor dir, ne? Alter, echt. Nimm du auch mal eine pinke Karre. Dann machen wir heute mal meinen Pinky Day. Alter, Gravi. Ich kann mal das hier nehmen. Ich spiele eine Lady, also mache ich quietsche Pink. Ja. Ich bin Bumblebee. Bumblebee-Boo? Ja, Bumblebee. In Borderlands. Oh Gott, jetzt habe ich diesen Ohrwurm drin. Bumblebee-Boo? Ey, das war aber eine schöne Kinderserie, damals. Damals gab es auch richtige gute Serien, aber heute... Nicht schon wieder. Was nicht schon wieder? Hey, lass mir doch mal welche übrig. Oh, Entschuldigung. Immer überfährt er alles alleine. Ach komm, her, ja. Ja. Oh, da ist aber... Oh, den muss ich jetzt... Joker sagt, Tavi ist nur mal kurz abwesend. Ja, irgendwie schon, ne? Aber gut, das ist gleich tot. Wir schon mal hier ein bisschen auf. Das ist gleich tot. Tavi? Mein Vater kam gerade rein. Ja? Deswegen habe ich mein Mikro mal eben ausgestöpselt. Okay. Ach so. Schon nicht so schlimm? Ja, das ging mir voll auf die Nerven. Der fängt immer mit meiner Tür an. Ja, ohne Mist jetzt. Möchtest du nicht bezocken? Oh. Nee. Haben wir noch einen Platz frei? Geh weg. Los, Mensch. Platz. Das war ein unfreundliches Angebot. Na komm her, du fetter Sack, du. Krieg ich jetzt. So. So, jetzt habe ich ein neues Level. Eine neue Waffe. Sind wir eigentlich hier richtig oder richtig falsch? Wir sind richtig. Ja. Nur falsch. Nicht richtig falsch. Gab's hier nicht eine Kiste? So. Erst im Gehgehäuse, Mann. Dazu kommen wir gleich. Wir müssen erstmal hier was nach dem Rechnen sehen. War hier nicht eine Kiste irgendwo? Nee. Sonst hätte ich doch jetzt die Ede gefunden und zufälligerweise. Sonst wäre ich schon. Aber irgendwas weiß ich hier zumindest. Diese Richtung dort, da haben wir dann die nächste Battle Arena. Ja. Also, Tavi, komm mal hier wieder mit zurück. Hier mache ich gerade SMG-Lauf und so. SMG-Lauf? Achso, die haben wir dort. Stimmt. Willst du das alleine machen oder sollen wir dich unterstützen? Ihr könnt mich gerne unterstützen. Ich fasse es mal als auf von... Alter, unterstützt mich!
So nebenbei erwähnt. Okay, wir sind schon da. So, komm her. Und ne. Na gut, dann kommen wir mal. Wo ist denn? So, kein wirklich geselliger Typ. Abgeschossene Herausforderung. Na, komm schon. So. Da. Zack, so. Zack. Oh, die nehmen wir mal mit. Oh, die ist irgendwie da oben, ist Kacke zu holen. Ich hab ein Medikit gefunden. So, Gummigranaten, die sind richtig böse. Ja, Brandgranaten. Okay, warte mal, wo müssen wir hin? Ich geh oben hin. Hol mal kurz das Teil. Ach stimmt, ja, da oben. Warte mal, kannst du gleich dort... Ja, super. Hättest du auch gleich dorthin springen können? Hat funktioniert. Ja, ja. Ich hasse den Jump, ey. Achtung, knallharter Psychopath. Wollen wir den noch ein bisschen abpacken? Ja, ne? Jetzt hat die Gegner sogar auch mal ein Schild. Was ist denn los mit dem? So. Böse, böse. So groß, so böse, so tot. So, holst du den? Wie war denn das noch? So, ne? Irgendwie. Ja, alles klar. Okay. Gut, hätten wir das auch. Und können eigentlich jetzt die Suche nach Tennis machen. Oder wir machen erstmal Scooters gebraucht aus, du Teile. Weil die Suche nach Tennis, das geht ja dann in Richtung der Hauptmission. Ja. Also machen wir Kart rein? Wie viele Minuten sind wir gerade dran? Keine Ahnung. 32. Ich schalte mal wieder zurecht. 32. Okay, Cut. Okay. Okay, ganz schnell weg. Tschüss.